Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Weil euch beim letzten Mal das Video so gut gefallen hat, wo ich ein Kleid trage und euch mehrere Styles damit zeige, die ihr damit kreieren könnt, dachte ich, das Ganze machen wir nochmal. Und zwar mit einem Hosenstyle, der gerade ziemlich in ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren Bescheid gebt, ob euch solche Videos gefallen, welcher Style euch vielleicht am besten gefallen hat. Und wenn ihr einen der Styles zum Beispiel selber tragt, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr mich zum Beispiel in eurer Instagram-Story verlinkt. Dann kann ich das Ganze nämlich auch reposten. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, der verpasst auf jeden Fall was. Schaut da auf jeden Fall vorbei. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Bis gleich. Ja, genau. Zwei Hosenstyles, die relativ in sind. Der eine Style, der ist eigentlich schon echt lange aktiv und den trage ich auch selber. Und dann gibt es einen, ich sag's in jedem Video, ich kaufe mir trotzdem so eine Hose und weiß trotzdem noch nicht, ob das wirklich zu 100% ich bin. Ich finde, das sieht gut aus, aber ich kann das noch nicht so ganz auf mich beziehen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, der erste Hosenstyle, um den es sich handelt, das ist eine Straight Leg Jeans. Ich glaube, es heißt so. Es ist jedenfalls keine Schlaghose, wie ich letztes Mal unter meinem letzten Video von euch zurechtgewiesen wurde, sozusagen. Es ist einfach eine Hose, ich zeige es euch hier einmal ganz kurz, die einfach einen komplett geraden Streifen hat. Ihr seht hier, wie sie aussieht. Das ist jetzt eine von Mango. Trage ich in der Größe 34. Ich schaue einfach, ob ich eine ähnliche finde, die ich euch unten verlinke. Vielleicht finde ich sogar genau die. Letztes Mal aber, als ich sie verlinkt hatte, war sie relativ schnell ausverkauft. Deswegen weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Aber ihr werdet auf jeden Fall Alternativen unten in der Infobox finden. Schaut da also vorbei. Genau, das ist die eine Hose. Und bei der weiß ich halt eben noch nicht so zu 100%. Deswegen würde ich mich sehr über Kommentare von euch unten freuen, ob ich sowas tragen kann oder ob ich was falsch mache. Let me know. Und dann geht es um eine Boyfriend Jeans. Also super der Trend, finde ich, immer noch. Also es tragen ja wirklich viele. Und gerade durch die Corona-Zeit habe ich einfach das Gefühl, dass diese lockeren Hosen wieder super in geworden sind, weil kein Schwein Bock hat, sich in irgendwelche Skinny Jeans zu rippen. Habe ich auch keinen Bock. Aber diese Boyfriend Jeans sind auch mein absoluter Favorite. Das ist jetzt tatsächlich, ihr seht sie hier getragen, das ist tatsächlich die Boyfriend Jeans aus meiner Kollektion. Ich meine aus meiner letzten Kollektion. Da dürften ein paar noch da sein, ich glaube allerdings auch nicht mehr viele. Trage ich in Größe 34, dann habt ihr so ein bisschen einen Richtwert, an den ihr euch halten könnt. Um euch ganz kurz das Video zu erklären, ich habe das Ganze so gemacht, dass ich einen und denselben Style mit beiden Hosen einfach gemacht habe. Also es gibt insgesamt jetzt drei verschiedene Styles, obwohl bei dem einen habe ich mich, da bin ich einfach eskaliert. Da gibt es ein paar mehr Varianten, aber eigentlich sollten es drei werden, die ich euch halt mit beiden Hosen zeige, um euch so zu zeigen, hey, wenn ihr nicht die Straight Leg tragen wollt zum Beispiel, könnt ihr eine Boyfriend Jeans auch dazu anziehen und es sieht trotzdem super gut aus. Oder man kann halt so ein bisschen vielleicht variieren, so welches finde ich vielleicht für mich persönlich besser etc. pp. Aber ich würde einfach sagen, learning by doing so gesehen, und wir schauen uns einfach an, was ich da so kreiert habe. Ich zeige euch die Styles einfach immer erstmal mit der Straight Leg Hose und wir fangen mit einem totalen Basic Outfit an. Hier mit diesem oversized weißen T-Shirt, was ich trage. Da könnt ihr natürlich ganz egal was zutragen. Das sind immer nur Beispiele, die ich euch hier zeige. Und auch die Outfits werdet ihr natürlich unten in der Infobox finden. Ich trage jetzt hier etwas höhere Sneaker dazu. Das ist aber total frei, ob ihr da jetzt wirklich Sneaker tragt oder ob ihr High Knöchel-Sneaker, so heißt es definitiv nicht. Es ist jedenfalls eure eigene Entscheidung. Dann seht ihr jetzt dieses Outfit einfach mit zwei verschiedenen Mänteln. Ich liebe einfach Mäntel. Aktuell ist das Wetter perfekt dafür. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Und dann laufe ich nicht so gerne in so einer riesengroßen Winterjacke irgendwo rum. Deswegen mag ich einfach Mäntel. Deswegen hier einmal mit einem total schlichten Mantel in Braun. Und dann seht ihr das Outfit auch dann nochmal in einer, ja, etwas anderen Mantelart, mit einer anderen Mantelart. Und zwar einfach so ein bisschen oversized, kariert und in Grau. Und da seht ihr halt auch schon, ne, ihr könnt dazu kombinieren, was immer euch gefällt. Also ihr könnt dazu auch kurze Jacken kombinieren, das wird auch gut aussehen.
Also nur, dass ihr so ein bisschen was ranzuhangeln habt. Also das, wie gesagt, ist jetzt einfach ein super basic Outfit. Und dasselbe zeige ich euch jetzt mit der Boyfriend Jeans. Das sieht wie folgt aus. Ich finde, so viel ändert sich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Was ich, glaube ich, vielleicht machen würde, ist, dass ich bei der Boyfriend Jeans, obwohl ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus, aber da würde ich tatsächlich niedrigere Sneaker nehmen. Vielleicht macht das nochmal mehr her. Ja, wie gesagt, ich finde trotzdem, dass es ein super lässiges Outfit ist, was man einfach schnell drüber werfen kann. Es ist nirgendwo, zwickt es einen ein, es ist mega bequem. Du kannst es ja zum Essen gehen anziehen, zum Spazieren gehen anziehen, was ihr auch immer alles vorhabt im Herbst. Und das finde ich ziemlich cool. Dann gehen wir über zu einem... Es ist eine Mischung aus Basic und ein bisschen mehr als Basic. What? Was erzählt die Tante da? Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach... Also ich habe ein Crop-Shirt angezogen. Ich trage hier einen Bralette noch unten drunter mit Rüschen. Ich fand, dass das einfach mich ein bisschen angezogener macht. Das muss kein Crop-Top sein, was ihr dazu tragt, ne? Das kann auch ein ganz normales Basic-Shirt in Schwarz einfach dieses Mal sein. Ich fand, dass ein großer Gürtel nicht gepasst hat, deswegen habe ich eine Kette als Gürtel genommen. Und das gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen eleganteren und ein bisschen edgy Look, finde ich. Und dazu habe ich meine Lieblingsboots einfach angezogen. Das sind die Doc Martens Jaden, glaube ich, heißen die. Und hier fand ich, das könnte auch ziemlich cool aussehen, wenn ich einfach das Hosenende in die Schuhe reinstopfe. Entscheidet selber, was ihr davon haltet. Ich fand, so schlecht sah es jetzt gar nicht aus, ne? Ich habe einen ganz normalen schwarzen Mantel dazu kombiniert, der super lang ist. Auch hier ist euch total frei, was ihr dazu noch weiter kombiniert. Dann zeige ich euch dasselbe Outfit jetzt hier auch nochmal in der Boyfriend Jeans. Auch hier super viel macht sich da nicht. Ich finde, dass es hier allerdings mit den Boots bei der Boyfriend Jeans besser aussieht. Also das ist so mein Empfinden. Ich hatte aber jetzt keine anderen schwarzen Schuhe, die ich irgendwo cool und lässig hätte kombinieren können zu der Straight Leg Hose. Deswegen ja, dachte ich mir, das könnte auch passen. Ich finde, das sieht auch bei manchen, ich sehe das draußen, die tragen das auch so und das sieht aber cool aus. Bei mir weiß ich jetzt nicht. Also bei der Boyfriend Jeans gefallen mir die auf jeden Fall sehr viel besser dazu und da finde ich auch das Outfit, ja, es passt einfach auch alles zusammen, ne? Also auch hier mit dem Mantel. Und jetzt ändern wir eigentlich erstmal gar nicht so viel an diesem Outfit, weil ich finde, man kann zu diesen Jeans auch... Also man kann daraus so geile, lässige Abendoutfits machen. Abgesehen davon, dass wir jetzt sowieso nicht wirklich weggehen können oder sowas. Aber wer weiß, wenn ihr essen gehen wollt und das die einzige Chance ist, wie ihr zum Beispiel noch Männer da draußen kennenlernt oder Frauen, whatever, dann, ne, ist vielleicht so ein bisschen rausputzen, aber nicht zu viel, gar keine schlechte Idee. Oder zum Einkaufen, wo auch immer ihr euer Date heutzutage findet in Corona-Zeiten. Ne? Deswegen hier meine Tipps. Also einfach hohe Schuhe dazu kombinieren. Ich finde, das sieht so schön aus, gibt dieser Figur und der Hose nochmal einen ganz anderen Style. Also es fällt einfach auch irgendwie anders, habe ich das Gefühl. Top habe ich jetzt einfach so gelassen und einfach eine Lederjacke dazu kombiniert. Aber auch hier, und jetzt kommt das Outfit, wo ich ein bisschen eskaliert bin. Also zu Schwarz und diesen Hosen, da kann man ja so viel kombinieren. Also ne, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch mal so ein Cardigan, die ja auch gerade eben in ist, den man einfach zu, vorne zubinden kann, kombiniert. Sieht auch bombastisch aus, macht was her, ist warm, falls euch zu kalt ist. Oder ihr tragt dazu einen ganz normalen Body, habe ich jetzt hier auch mal kombiniert in Schwarz mit Trägern. Die Hose ist halt schon das Outfit. Und dann kannst du halt egal was dazu kombinieren und es sieht einfach gut aus. Wie beispielsweise einen Hut, wie ihr hier auch seht. Also Hut, finde ich, es ist ja die perfekte Hutzeit. Und ich liebe braune oder beige Hüte. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen auch nochmal einen extra Kick. Und dann sind es eigentlich genau dieselben Outfits, auch einfach nochmal in der Boyfriend Jeans. Also ich finde, die sehen gut aus, aber da, finde ich zum Beispiel, sehen sie in der Straight Leg ein bisschen besser aus. Kann auch nur meine Meinung sein. Hier auch erstmal dieses Basic Outfit ein bisschen aufgepimpt mit den hohen Schuhen. Auch hier andere hohe Schuhe, alles ganz furchtbar egal. Hier auch dann dasselbe nochmal mit dem Cardigan. Fand ich jetzt so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht so ganz.
Aber dafür fand ich hier bei der Hose mit dem Body, das sieht auch mega gut aus. Also den engen Body dazu, dann einfach vielleicht irgendwie eine Lederjacke noch. Vielleicht der Hut, muss aber auch gar nicht sein. Und das finde ich auch super stimmig. Vielleicht sogar besser als in der Straight-Leg. Straight-Leg, Boyfriend-Jeans, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr seht es, ne? Ich kann mich absolut nicht entscheiden, was ich jetzt davon besser finde. Schreibt es unbedingt unten in die Kommentare, welches Outfit euch vielleicht am besten gefallen hat. Oder wenn ihr noch Ideen habt, wie ich das Ganze noch kombinieren könnte, dann macht das unbedingt. Wenn euch solche Videos gefallen, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und dann sehen wir uns ganz hoffentlich beim nächsten Video am Sonntag. Immer sonntags hier bei mir. Und ich freue mich, euch dann auf meiner Reise willkommen zu heißen. Also bis dann. Tschüss!